So, hallo Leute und herzlich zu einem neuen News-Video. Und zwar gibt es Neuigkeiten aus der Lebendigen Welt 3 Episode 4, die am 7. Februar kommen wird, also nächste Woche Dienstag. Und wir sind gespannt natürlich, ob mit ihr auch eine neue Karte kommen wird. Denn bislang war es ja immer so, wenn immer eine neue Episode rauskam, kam natürlich auch eine neue Karte mit. Und deswegen sind wir natürlich gespannt, auch ob da jetzt eine neue Karte kommen wird oder nicht. Und falls eine neue Karte kommt, dann war es ja auch immer so, dass wir mit Beherrschungspunkten diese Kartenmechanik leveln mussten. Da gab es ja zum Beispiel bei den aktuellen, also bei der neuesten Karte, ein Riss im Eis. Da war es ja so mit diesen Thermokanonen, da gab es ja einen Levelungsprozess, also mit drei Beherrschungspunkten musste man ja das leveln. Und falls wir jetzt mit der vierten Episode auch eine neue Karte bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir ein paar Beherrschungspunkte natürlich brauchen werden für die kartenspezifische Mechanik, wie zum Beispiel neue Kanonen oder sowas wie Leylinien, Autobahn gab es ja sowas. Und wie gesagt, falls das kommt, dann wäre es halt nicht schlecht, wenn ihr ein paar Beherrschungspunkte übrig habt. Falls ihr ein paar braucht und ihr nicht wisst, wie man am besten jetzt an diese paar Beherrschungspunkte eventuell rankommt, die einfachste Variante ist einfach bei Erfolge. Und zwar, da gab es doch diesen Reiter Einsicht der Maguma-Beherrschung. Und dann müsst ihr bloß so verschiedene Truhen finden. Dazu gibt es auf YouTube auch genug Guides. Und immer wenn ihr so eine Einsicht der Maguma-Beherrschung findet, dann habt ihr natürlich einen Beherrschungspunkt. Und das ist die einfachste Variante, wie ihr einen Beherrschungspunkt bekommt. Da könnt ihr das einfach machen, falls ihr keine habt. Ich würde so ungefähr 3 bis 4 Stück auf Vorrat haben für die Episode 4, falls dann mit ihr natürlich auch eine neue Mechanik kommt, dass ihr dann direkt an dem gleichen Tag dann, wenn es rauskommt, auch diese Sachen dann hochleveln könnt, ohne jetzt auf Kampf noch 3, 4 Beherrschungspunkte zu finden oder vielleicht sogar 5. Deswegen schaut an, dass ihr einfach ein paar Beherrschungspunkte übrig habt und dann könnt ihr direkt einfach dort starten dann. Ja, das war's dann zu der Karte eventuell. Dann kommt ein neuer Raid-Flügel, das soll auch kommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann entwickeln wird oder was da für Mechaniken dann natürlich gefragt sind. Da werde ich dann auch einsteigen und eventuell dann mal vielleicht sogar einen Guide raushauen zu der neuen Raid-Mechanik, die dann kommen wird. Und dann hat man ja noch in dem Trailer gesehen, dass da so Blutsteinbomben auf die Stadt fiel, also auf Götterfels. Und ich bin mal gespannt, ob wir die Stadt verteidigen müssen, also Götterfels, oder ob das so irgendwie außerhalb abläuft, dass wir vielleicht außerhalb diese Katapulte, die auf Götterfels dann schießen, kaputt machen müssen oder so, oder ob wir direkt in Götterfels kämpfen. Also da bin ich auch gespannt, wo dann dieser Kampf, der Kampf kommt ja sowieso, also ob in Götterfels oder halt außerhalb, bin ich auch mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob Götterfels so stehen bleibt, wie sie ist, oder ob sie dann tragende Schäden dann davontragen wird. Denn zum Beispiel bei der Staffel 1, da war es ja auch so, dass nicht Götterfels, sondern Löwenstein vernichtet wurde. Aber ich denke jetzt nicht, dass Götterfels vernichtet wird. Vielleicht wird Götterfels am Ende der Staffel 3 vernichtet, vielleicht, wer weiß. Und das ist jetzt bloß reine Spekulation, das kann ich halt natürlich nur spekulieren. Aber wir sind gespannt, was da jetzt auf uns zukommen wird. Und vielleicht noch zu guter Letzt, ich habe ja letztens ein Video rausgehauen, wo ich erklärt habe oder gesagt habe, dass Tahrir Multiduel gefixt wird. Und der Termin steht natürlich jetzt auch fest, denn mit dem Patch am 7.2. kommt der Multiloot-Fix. Also falls ihr noch ein paar Ektoplasma-Batzen braucht, dann könnt ihr das jetzt machen. Und momentan sind ja auch sehr viele Multiloot-Squads offen. Also ihr müsst da einfach mal reinjoinen. Und da findet ihr ganz einfach Squads mit 12 Karten, die ihr einfach looten könnt. Denn pro Map konntet ihr 5 Truhen sozusagen ausbeuten und dann mit 12, also 60 gelbe Items. Und dann, wenn ihr alle wiederverwertet habt, ihr locker mal 50 Ektoplasma-Batzen. Aber das geht leider nur noch bis zum 7.2. Und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Multilooten in Tahrir. Und ja, es ist ja dafür gedacht, dass dann der Ektoplasma-Preis hochgeht. Und dafür soll aber eine neue Lederfarm-Methode kommen. Also da bin ich auch gespannt, wie wir dann Lederfarmen werden. Denn es gibt ja Eisen, kann man ganz gut farmen. Dazu habe ich auch schon einen Guide gemacht. Das verlinke ich euch mal oben in der Ecke. Man kann ja auch ganz gut Holz farmen, einfach auf diesen Karten. Aber Leder konnte man ja nie wirklich so farmen. Außer bei Ding, da kann man ja Leder farmen. Wie hießen die? Blutsteinfeen oder Blutstein? Früher hieß sie Blutsteinfeen, jetzt heißt sie, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn man da Cleric Farm macht, da bekommt man ja auch so Items,
Und da kann man gezielt natürlich Leder farmen, aber so ganz hundertprozentig konnte man das natürlich auch nicht. Und das sind wir natürlich gespannt, wie wir jetzt dann Leder farmen werden können. Ja Leute, das war's dann eigentlich auch schon zu den News. Wie gesagt, ganz kurz, neuer Raid kommt, dann gibt's eine Schlacht in Götterfels, eventuell oder um Götterfels. Multiloot wird gefixt und es kommt dann noch ein neuer Farmspot für Leder. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Bis dahin, Leute, und tschüss.